Kennst du auch diese absoluten No-Brainer-Runden, wo du einfach ganz entspannt spielen kannst und der Ball auf jeden Fall den Weg ins Tor findet? Beispiel gefällig? Hier versuche ich, den Ball zu pinchen. Es klappt bedingt, aber irgendwie wird er gefährlich und gefährlich und gefährlicher und findet den Weg ins Tor. Aber ich habe auf euer Feedback gehört, denn ihr wolltet genau solche Runden auch öfter sehen. Also jetzt viel Spaß mit dieser Runde 2 vs. 2, aber vorher noch mal ganz kurz Werbung für meinen Partner Arrow.exchange. Dankeschön für euren krassen Support, auch in diesem Jahr schon wieder. Vielen lieben Dank für jeden Einkauf. Und übrigens, so kaufst du dort ein. Einfach deine Plattform auswählen und nach deinen Lieblingsitems suchen. Danach in den Warenkorb packen, Creator-Code AnyArt nicht vergessen, denn dann gibt's 3% Rabatt. Danach deine Steam, Epic oder Konsolen-ID angeben. Und ganz wichtig, es gibt keine weiteren Gebühren, die anfallen. Danach befolgst du einfach die Aufforderung auf dem Bildschirm und ich wünsche dir sehr viel Spaß mit deinen Items. Bevor die Runde aber jetzt zu intens wird, habe ich gleich noch eine super wichtige Frage an euch, denn ich habe ja eure Kommentare gelesen und da war auch ein Kommentar dabei, den ich super gerne mal wieder vorstellen würde in dieser... Oh, schönes Passing-Play von denen, aber den Ball habe ich nicht. Ich bin outplayed. Ich bin wieder drin. Der Ball ist auch drin, oder? Och, Defi, schöner Pass. Ich liebe es, wenn wir halt so richtig nice Passing-Plays machen, weil ich bin jemand, ich kann gut passen und ich kann Bälle halt super gut annehmen, wenn die so kommen wie gerade. Ich liebe das. Okay, also, ich habe einen Kommentar bekommen von... Oh, 2-0. Ey, wenn die ersten Touches richtig geil sind, dann läuft es irgendwie auf einmal komplett, ne? Und dann hat man sofort das Gefühl, die Runde kannst du gar nicht mehr verlieren, weil du einfach, naja, es läuft. Es ist ein Selbstläufer. Naja, auf jeden Fall, einen Kommentar habe ich bekommen. Und zwar einen negativen Kommentar. Defi, bist du da? Super. Ich frage euch jetzt mal, soll ich in einer der nächsten Folgen diesen Kommentar ein bisschen, naja, hopsen nehmen, nenne ich es mal. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, wenn ich halt die blöden Kommentare manchmal... Oh, Beine weggerammt. Eure Kommentare manchmal vorlese. Klar, die super coolen Kommentare, auf die antworte ich immer mit dem Herz und auch mit einem netten Kommentar unter eurem Kommentar. Aber es gibt halt Kommentare, die sind einfach lustig. Und die würde ich ganz gerne versuchen, in einer Runde nochmal anzusprechen. Das war nicht gut gemacht von mir. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir ganz gerne mal, dann weiß ich Bescheid. So, aber jetzt mal Full Fokus, weil das war auch hier scheiße. Der Ball ist halt ekelhaft. Der kommt wieder nach oben, nachdem er gebounced ist. Und ich versuche den Ball halt erstmal wegzuspielen. Problem bei mir ist leider, bei meinen Twos und bei meinen Ones-Runden. Oh, schöner Flick. Auch der Ball ist drin. Es klappt gerade alles. Was ist denn hier los? Wenn ich einen Ball habe, dann passiert es schon mal öfter, dass ich den Ball einfach wegspiele und nicht für mich weiter in den eigenen Reihen behalte. Daran muss ich auf jeden Fall arbeiten. Oh, ist der Ball drin? Oh, war das ein blöder 50. Und es ist eben so das Ding, das habt ihr mir auch in den Kommentaren geschrieben, unter den Analysefolgen von Road to Champions zum Beispiel. Da stand ich nicht geil, ne? Ich hätte, glaube ich, noch hochgehen können. Aber manchmal hat man das Gefühl so, es bringt nichts. Das war, ja, hätte ich, glaube ich, noch haben können, den Ball. Aber ich habe irgendwie geträumt. Naja, auf jeden Fall, ne? Also, ich glaube ganz ehrlich, dass ich viel effektiver spielen würde, wenn ich den Ball nicht andauernd weghaue. Das mache ich viel zu häufig. Auch hier, ne? Da, so halt ist okay, gewinnbringend nochmal. Und jetzt ist der Ball fast drin. So kannst du ja auch flicken. Aber du musst halt aufpassen, dass du den Ball halt immer so flickst oder so spielst. Er ist nochmal genau da. Oh, Defi ist down. Dass du halt den Ball irgendwie hier, Passing Play für dich, Defi, ne, halt zumindest in eigenen Reihen behalten kannst. Und das mache ich halt auch bei diesem einen Schuss eben zu wenig. Ich habe nicht genügend Boost hierfür. Aber vielleicht konnte ich den Gegner damit irritieren. Theoretisch ja, aber der andere Kollege ist noch da. Wieder Passing Play wie in den ersten Sekunden. Auch der ist nicht ganz so gut. Und jetzt zum Beispiel sowas hier. Den Ball wegspielen, aber in den eigenen Reihen behalten. Das war okay, weil ich vom 50 ausgegangen bin. Oh, was macht er denn da? Ah, 4-2. Das ist natürlich blöd, wenn er den Ball pinchen möchte. Aber dann, wie man hier sieht, einfach komplett in die falsche Richtung pincht. Weil du willst ihn ja nicht ins eigene Tor oder am Tor vorbei pinchen, sondern eben rauspinchen. Ich glaube, das wollte er auch machen, aber er hat es einfach nicht mehr geschafft zeitlich. Schwierig. Defi, Passing Play nochmal. Ja, ich wäre da drauf gegangen, theoretisch, aber ist okay. Habe ich nochmal den Ball? Jetzt nochmal hinterherfliegen, hat aber wahrscheinlich First. Ich kann... Ja, ich bin outplayed. Keine gute Recovery hier.
Defi, einmal touchen wäre nice. Einmal touchen wäre cool. Ja. Ha! Er faked mich. Clever gemacht. Prinzipiell, wenn er den Ball nicht faked, sondern eben sofort drauf zieht, habe ich den Ball. Aber natürlich ist es super clever zu faken, weil es macht einfach Sinn. Weil man als normaler Spieler davon ausgehen muss, dass er den Ball halt... Ey, du kannst über meine Kickoffs sagen, was immer du willst, ne? Ich weiß, meine Billo-Kickoffs, die sind halt scheiße. Ich reagiere immer nur, ich agiere nicht. Ich schaue mir immer an, was macht der Gegner und reagiere auf seinen Kickoff. Und ich habe jetzt wieder mal 2 Tore gemacht und generell in einer der letzten Folgen auch, glaube ich, recht viele Tore gemacht. Ich habe, glaube ich, momentan mehr Tore geschossen mit meinen Billo-Kickoffs als Leute mit ihren Speed-Kickoffs. Klar, ich muss sie irgendwann mal anders üben, aber ich finde, aktuell ist das noch super nice. Okay, oftmals geht der Ball nach hinten los und dann in unser eigenes Tor oder Hälfte. Vielleicht nicht zwingend so, aber eher in unsere eigene Hälfte, wo es dann ein bisschen ekelhaft wird, aber so... Meistens klappen sie schon noch ganz gut. 2 Tore durch Kickoffs gerade hier. Hat er nicht gut den Ball? Können wir annehmen, Boost mitnehmen? Ja, so ein Ball zum Beispiel. Ich habe eben erst davon geredet. Dom spielt den Ball nicht immer sofort weg. Ich sehe nur, oh, der Ball ist am Board. Oh, schöner Schuss, ich finde nice. Ich merke halt nur, der Ball ist am Board. Oh, den kann ich jetzt on target hauen. Ja, kannst du auch, aber doch nicht so lasch und auch nicht so, dass du den Ball in die Mitte spielst zum Gegner. Entweder behältst du den Ball weiterhin oder du schießt den halt wirklich krass oder du pinchst den Ball oder so. Aber du machst doch nicht so eine Scheiße daraus. Das ist halt... Und genau das habt ihr angeprangert und das finde ich auch okay. Und genau daran muss ich arbeiten. Ich habe generell aktuell unfassbar Bock auf eine Road to Grand Champion 2 in Twos. Wobei Grand Champion 2 eigentlich noch aussichtslos ist. Aber so... Ich hätte Bock auf eine Road to irgendwas in... nochmal hochlegen, in Twos. Once ist auch ganz geil, aber Twos hätte ich, momentan habe ich echt Bock auf Twos. Defi, schade. Momentan macht Twos so großen Spaß, finde ich. Ich spiele es aktuell fast täglich. Das ist schon crazy. Ja, nur ein Passing Play hier. Defi ist aber nicht da. Schade drum. Aber 6:3. Oh, sorry. Ist aber noch nicht drin. Der Ball haben wir gleich noch. 6:3 haben wir noch. 6:3. Jetzt vielleicht nochmal ein Pinch raushauen, der ist gut, aber zu lasch. Der muss ein bisschen stärker kommen, theoretisch. Ha! Das ist, der Ball ist drin, das ist mein Tor. Lol, okay. Was ist da passiert? Hat er... Also Defi, klar, hat den... Okay, der Ball... Lol. Damit gewinnen wir die Runde mit 7:3 und das ist, war eine super geile Prime-Runde eigentlich. 5 Tore von mir, das mache ich recht wenig und davon waren 2 Kickoffs dabei und ein Pinch-Tor und ein Passing-Play-Tor. Also generell war das eine super leckere Runde. Defensiv vielleicht, aber offensiv war das echt lecker. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich demnächst einen Kommentar wieder im Video vorlesen soll und darauf einmal reagieren soll. Denn der Kommentar ist, es wäre auf jeden Fall, glaube ich, sehr lustig. Aber ich bin da mal gespannt auf eure Meinung. Wenn du möchtest, dann sehen wir uns morgen wieder zum ersten Turnier-Drop-Opening in der Season 9. Ich habe Bock und freue mich schon sehr darauf. Hoffe ihr auch. Bis morgen, also haut rein. Auf Wiedersehen. Ciao.